Ja, herzlich willkommen zum Kreisligaspiel in der Kreisliga A Gruppe 2 zum Spiel des SUS Wilhelmshöhe gegen den VfB Annen 19. Vorweg der Platz, ich fand auf der Hälfte, wo Wilhelmshöhe sich gerade warm macht, der Platz war extrem hart, verletzungsgefährdet, extrem hoch dort auf der Hälfte. Und der Schiri hat das Spiel trotzdem ja angepfeifen lassen, weil er meinte, es ist noch im, ja, noch im guten Bereich, im grünen Bereich noch auf eine Art. Und deswegen wurde das Spiel auch angepfiffen. Ich war selber ein bisschen skeptisch, ob das Spiel angepfiffen wird. Ich hatte mich auch auf das Spiel für SF Schnee gegen den VfB 1-2 vorbereitet. Deswegen kurzerhand dann, was dort vereist war, der Platz abgesagt worden ist, bin ich dann nach Wilhelmshöhe gefahren, um dieses Spiel für euch dann zu präsentieren. Es geht nur ein Spiel, wenn beide gleichzeitig sind und ja, eins da ist, anderes da. Es geht immer nur ein Spiel. Also heute dann das Spiel von Wilhelmshöhe aufgenommen. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut nachhinein, auch wenn es ja extrem kalt war, aber das ist erstmal egal, sondern wir kommen zu den Highlights oder die Statistiken des Spieles. Zweimal konnte Wilhelmshöhe gewinnen, es gab auch drei Unentschieden und 8 Siege konnte der VfB Annen einfahren. Muss man ganz klar sagen. Schönes Erlebnis, wenn Statistik so aussieht für den VfB Annen, ist immer geile Sache auf jeden Fall. Und habe mir dann mal jetzt gerade die letzten Spiele angeschaut und da gab es auch mal in der Saison 2006-2007 in der Kreisliga A Gruppe 3. Da hatte der Wilhelmshöhe mit 5:0 gewonnen. Ja, es ist ein haushoher Sieg. Und ich suche gerade den zweiten Sieg heraus. Das war auch 6:07. Da gewann man in Annen mit 4:0. Das waren die einzigsten beiden Siege, die man geholt hatte gegen den VfB Annen. Das letzte Spiel in der Saison 19 und 20. In der Hinrunde in dieser Saison schon war ein 2:2 unentschieden. So ist man halt in die Saison gestartet. Man hat gedacht, Aufsteiger, die schlagen wir halt locker. Und am Ende war es ein 2:2. Verdientes 2:2, muss man sagen. Heute im Rückspiel soll es anders ausgehen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall für den VfB Annen. Ja, mit einem anderen Aufbau. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Video auch. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben bitte, auch wenn die Lichtqualität nachher, wenn die Flutlichter eingehen, nicht mehr ganz so toll ist, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren und wenn die Glocke aktiviert, so verpasst ihr keine Videos mehr. Es gibt noch 2 Spiele nächste Woche und dann geht es auch in die Winterpause rein und dann mal schauen, wie die beiden letzten Heimspiele ausgehen werden. Wilhelmshöhe werden wir nächste Woche nochmal sehen, aber dann VfB Annen 2 gegen Wilhelmshöhe 2. Aber kommen wir erstmal zum Spiel! Wilhelmshöhe gegen VfB Annen 19. Also viel Spaß gleich beim Video. Yeah!
Ja, ich möchte in Zukunft auch mal Musik einbinden in den Videos. Also ein Lied, ein bestimmtes Lied, was die Mannschaft des VfB 1.19 gesungen hat, im Tonstudio sogar, muss ich sagen. Wo ich das gehört habe, mir hat das total gefallen und es ist eine Idee, die ich schon länger hatte, die ich aber dort noch nie ausgesprochen habe und die jetzt tatsächlich verwirklicht werden kann. Es existiert ein Lied vom VfB 1.19 ist wieder da. Leider das 1:3, macht aber nichts, Kopf hoch, es geht weiter, nichts passiert. Und dieses Lied, da bin ich jetzt dabei, dass man es vielleicht in den YouTube-Videos mit einbinden kann, im Vorspann oder auch als Tormusik, wenn der VfB an ein Tor schießt, dass man diese Melodie oder das Lied dann irgendwie mit 20 bis 30 Sekunden lang einspielen kann in den Videos. Da bin ich noch dabei, dort Gespräch zu führen in den nächsten Wochen und mal schauen, wann man das machen könnte. Vielleicht im Jahre 2020 dann in den ersten Spielen oder auch in den Testspielen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber das muss man dann sehen. Also viel Spaß weiterhin beim Video. Go, go, go!
Ja, eine kleine Info zum dem Sonntag, den 8.12.2019. Dort finden praktisch die letzten zwei Spiele im Jahre 2019 statt. Und zwar mit dem Spiel VfB Annen 19-2 gegen SUS Wilhelmshöhe 2. Da bin ich sehr gehypt drauf und sehr gespannt drauf, wie das Spiel auf jeden Fall ausgehen wird. Das findet um 12.13 Uhr statt. Adresse werde ich nochmal gleich bekannt geben. Aktueller Stand hier gegen Wilhelmshöhe, gegen unseren VfB Annen 19, 1-4 ist der aktuelle Zwischenstand. Sehr schön allerdings auch. Schöne Tore, muss man sagen. Traumhafte Tore. Ja, anschließend, nachdem die erste Mannschaft gespielt hat, spielt auch der VfB Annen 19 die erste Mannschaft gegen BV Langendreher 07 und zwar um 14.30 Uhr laut Plan. Man muss gucken, wie eine Platzbeschaffenheit ist, aber ich werde euch dann genauere Informationen geben, falls irgendwas dazu zwischenkommen sollte. Da wird dann der sein, der Schiedsrichter, das habe ich gar nicht eben vorgelesen, bei der ersten Mannschaft pfeift Schiedsrichter Jan-Niklas Herbrechter.
ist der sportliche Leiter zwischen der Begegnung VfB Arnhem gegen BV Langendreher 07. Das Informationen. Wer Lust hat, der kann gerne dorthin kommen. Ich glaube 3,50 Euro Eintritt. Ist also auch nicht zu teuer. Und es wird auf Kunstrasen gespielt. Westfalenstraße 73 bis 75 A in 58453 in Witten. Das Ganze werde ich in die Videobeschreibung nochmal reinschreiben. Wer kommen mag, Essen, Getränke ist alles da. Also und auch günstig zu Imbisspreisen, also nicht überteuert oder so. Und schöne Atmosphäre, schöner Platz, ja, muss man auf jeden Fall sagen. Kommt auf jeden Fall mal dahin, schaut euch die Spiele an. Und der Schiedsrichter, der die zweite Begegnung pfeift, steht noch gar nicht fest. Da steht ja noch nicht drin, da ist noch kein Name drin, deswegen kann es auch euch auch noch nicht vorlesen. Ja, wie gesagt, wird auf jeden Fall interessantes Wochenende nächste Woche werden. Am Sonntag, den 8.12. Und dann geht es auch für die Kreisliga bei uns hier im Ruhrpott. Kreis Bochum in die verdiente Winterpause. Ja, wir schauen mal das Spiel noch mit euch, oder ich schaue es mit euch nochmal an. Ich werde die eine oder andere mal Bedingung hier sagen. Man hört es hier, der Platz ist doch sehr hart, immer noch hier auch. Und was mich hier so ein bisschen nervt, ist einfach als Flutlicht in dem Moment, man sieht die Streifen gerade über die Anzeige, wie sie runtergeht. Da muss ich mir unbedingt was einfallen lassen, damit das Licht da nicht mehr so in die Kamera reingeht. Das ist extrem schade eigentlich. Gerade das Spiel geschehen direkt vor meinen Augen, direkt vor meiner Kamera. Aber ist ja nichts passiert, wie immer. Bislang wurde meine Kamera noch nicht abgeschossen. Muss man sagen, und hier fast das 1:5. Schöner Angriff und gestoppt. Schade eigentlich. Aber der Ball ist noch nicht verloren. Muss man sagen. Schön rübergeschoben. Und dann macht er das 5:1. Wow. Kleine Randbemerkung. Ich wurde heute fotografiert. Von irgendeinem Zuschauer, der mit da war. Ich habe das teilweise mitbekommen. Nur ich wollte meine Aufnahmen nicht zerstören. Deswegen habe ich nichts gesagt. Aber ich filme ja auch. Also steht denn dazu, mich auch zu fotografieren. Da steht auf jeden Fall auch zu, muss ich sagen. Beweis, was wir im Bild machen, weiß ich nicht. Jetzt kommt eine Szene, die hat mich richtig nice gefreut. Ich habe was geahnt, hier passiert etwas. Will in die Hocke gehen und das Ganze dann aufnehmen für euch. Und denkt, Tor! Geil! Einfaches Tor, schön geil gemacht. Also, wenn mir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ich wünsche euch jetzt nun einen guten Start. Heute ist Montag, einen guten Start in diese Woche. Und Leute, bis bald. Ciao!